Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Und heute schauen wir mal, ob euer Erinnerungsvermögen noch gut funktioniert oder ob ihr ziemlich vieles vergessen habt. Denn Yvonne Wölke ist auf Tessa Bergmeier gestoßen und wir alle erinnern uns, dass es zwischen den beiden in der Vergangenheit heftig geknallt hat. Ich habe hier drüber berichtet. Und jetzt zeigen sich die beiden zusammen in der Story von Yvonne Wölke, aber auch von Tessa. Und das hat einen kleinen Shitstorm verursacht. Das schauen wir uns hier einmal an. Und ich werde hier auch euch die Gründe erklären. Bevor wir aber so richtig mit dem Video beginnen, habe ich eine kleine Sache in eigener Sache. Ihr wisst es, ich mache auf diesem Kanal so gut wie nie Werbung. Aber heute habe ich etwas, nämlich etwas von mir, ein Kinder- und Jugendbuch geschrieben. Egon auf Reisen, ein sehr, sehr süßes Kinder- und Jugendbuch, über 200 Seiten, perfekt auch für Erwachsene, man muss nicht Kind sein, um zu träumen, ja, schaut sehr, sehr gerne bei mir vorbei, ich verlinke euch das Video hier unter diesem Video, da werdet ihr dann alle Einzelheiten zu bekommen, es ist ein Herzensprojekt von mir, vielleicht habt ihr ja auch schon mein Video auf meinem Hauptkanal gesehen, welches heute um 12 gestartet ist, ansonsten verlinke ich es euch nochmal hier, da erzähle ich auch noch ein bisschen was über Egon auf Reisen, ein kleines, süßes Kinder- und Jugendbuch, welches wie gesagt auch für Erwachsene geeignet ist. Die große Überschrift ist: Jeden Tag muss die Welt ein bisschen besser werden. Wie gesagt, schaut sehr gerne vorbei. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Also, wir erinnern uns zurück an die Trash-News rund um Tessa und Yvonne. Ein großer Streit entbrannte damals, denn Yvonne hat wohl laut Tessa Pelz getragen. Und das hat Yvonne Wölke gar nicht gut gestanden, beziehungsweise optisch bestimmt, aber laut Tessa gar nicht. Sie hat sich von ihr verraten gefühlt. Und dann gab es noch so ein paar Einzelheiten, dass Yvonne auf ihrer Party die dann irgendwie nur wollte und dann da war. Es war ein Riesenskandal, ein riesen aufgeblähte Story. Dann hat, glaube ich, auch noch die Designerin, für die Yvonne früher gelaufen ist, dann noch Tessa verklagt oder auf Unterlassung. Das war wirklich ein Riesenthema hier auf meinem Kanal. Und jetzt war ja relativ lange Funkstille zwischen Yvonne und Tessa, zumindest was die öffentliche Präsenz betrifft. Und nun ist aber Folgendes passiert. Ich zeige es euch mal. Gestern war ja CSD in Hamburg, ja, und da kommt dann dieses Foto. Wir sehen Yvonne und wir sehen Tessa auf einem Truck beim CSD und es folgten aber auch noch weitere Bilder, zum Beispiel dieses hier, ebenfalls vom CSD Hamburg. Und dann haben wir noch dieses Bild. Also ihr seht, Yvonne und Tessa haben gestern miteinander den Pride Month verbracht, zusammen CSD gefeiert. Ist ja eigentlich auch nichts einzuwenden, wenn man als Zuschauer aber denkt, dass die beiden im Streit sind, scheint dieses wohl Grund genug zu sein, einen Shitstorm auszulösen, um Tessa anzugreifen. Ich möchte noch einmal hier ganz klar betonen, dass ich das absolut daneben finde, wenn man jetzt eine Tessa Bergmeier angreift, weil sie Zeit mit Yvonne Wölke verbringt. Jo, in der Öffentlichkeit wurde Yvonne in der Vergangenheit ziemlich zerrissen. Jo, aber Meinungen, Ansichten und Menschen können sich vor allen Dingen auch ändern und immer wieder die gleiche Platte zu fahren und dieses ständige Yvonne-Bashing, ich finde es einfach nur noch nervig. Das gleiche gilt im Übrigen auch für Iris, ja, auch da muss irgendwann mal Schluss sein. Natürlich, wenn sie neue Skandale droppt, dann wird darüber gesprochen, gar keine Frage. Natürlich auch gleiches bei Yvonne, aber jetzt hier Tessa anzuschreiben, sie ja anzuzicken, weil sie mit Yvonne Kontakt hat, oh mein Gott, also das finde ich ein bisschen zu viel, aber es gibt solche Menschen, ja, und solche Menschen scheinen auch bei Tessa in der Community sehr groß vertreten zu sein, denn Tessa hat eine sehr emotionale Story hochgeladen, wo sie das alles mit Yvonne noch einmal erklärt hat und ich fand, dass diese Story von Tessa schon fast einer Liebesbekennung zu Yvonne Wölke gleich kam. Nach all dem Hass und ja, Streit, den die beiden miteinander hatten, war ich da auch ein bisschen überrascht, aber wie ich schon gesagt habe, Menschen können sich ändern, Ansichten können sich ändern. Und hier scheint Tessa Yvonne auf jeden Fall eine neue Chance gegeben zu haben, beziehungsweise auch zu sagen, dass ein, zwei Sachen von ihr vielleicht falsch interpretiert wurden. Und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen Zuschauer auch nochmal ein kleiner Hinweis, so ein bisschen über das Denken von Yvonne nachzudenken. Oder aber auch über Iris. Wie gesagt, hier möchte ich jetzt für niemanden Knuddelherzen verteilen. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie man zu den Charakteren steht. Aber Menschen öffentlich anzuschreiben, zu beleidigen, zu diskriminieren, das
soll einfach nicht der Inhalt sein, weder bei Yvonne noch bei Iris, das sage ich ja hier auf meinem Kanal ständig. Ich sage ständig, bleib höflich und freundlich. Und ja, hier war ich, wie gesagt, ein bisschen überrascht, dass Tessa hier dann doch ein bisschen Hate abbekommen hat. Wir schalten jetzt aber mal zu Tessa in die Story rein und hören uns an, was sie zu sagen hat. Hello. Ganz kurz noch einmal, die Nachricht, die sie bekommen hat, ist eine von vielen. Und hier schreibt der Zuschauer, die Zuschauerin, ich gratuliere zu so viel Falschheit, erst wochenlang im Netz über Yvonne abkotzen und heute gibt es wieder Bussi-Bussi-Bilder. So, und jetzt, was sagt Tessa? Freunde des Schwarz-Weiß-Sehens und des Buntsehens, ich habe heute ganz viel bunt gesehen und ich habe auch ganz viele verwunderte Nachrichten in meinem Postfach bezüglich Yvonne. Du bist so falsch und jetzt Bussi-Bilder mit Yvonne und jetzt hatest du gegen eine Post dich und Freunde der Sonne, ich bin kein Mensch, der schwarz-weiß denkt. Und ich denke Yvonne, und das weiß ich auch vom Herzen her, Yvonne habe ich im Dschungel, beziehungsweise außerhalb des Dschungels in Versace, als herzensguten Menschen kennengelernt. So. Ich sehe, was ich sehe mit meinem Herzen, nicht, was ich höre irgendwo. Klar habe ich mich getäuscht, in Yvonne auch, auch, dass sie gesagt hat, sie wäre zu meiner Party gekommen etc. und hätte mich irgendwie angelogen. Nee, das war, was ich gedacht habe und das war falsch. Und ich mag Yvonne und ich mag sie immer noch und Yvonne gesteht Fehler ein, sie entschuldigt sich und Yvonne ist es wichtig und sie ist nicht falsch, Punkt. Das ist meine Meinung und das fühle ich mit dem Herzen. Und ich bleibe der Meinung, Yvonne ist kein schlechter Mensch. Also es kommt über die Presse, kommen viele Dinge so rüber. Yvonne kommt irgendwie so rüber, wie sie auch zum Beispiel gar nicht ist. So, ich sollte einfach auch weiter bei meinem Bild bleiben, was ich mir gemacht habe in Australien, was ich mir auch heute wieder gemacht habe, was ich mir ständig mache, wenn ich Yvonne irgendwo sehe oder auch in der Vergangenheit. Yvonne ist eine super süße Seele. Sie ist ein Liebherz und sie bringt Verständnis auf. Sie ist jemand, der zuhört und sagt, ja, stimmt echt. So, Fleisch essen ist scheiße und sie denkt nach. Und ja, auch wenn das naiv klingt, aber sie denkt nach. Und es tun ganz viele nicht. Und da sollte man sich ein bisschen zurückhalten mit Verurteilen. Yvonne ist gegen Pelz und sie hat es verstanden. Und hey, ich weiß nicht, warum man dann da irgendwie so, ja, die hassen sich. So, Leute, die Zeit ist nie im Stoppen. Es bleibt nichts gleich, Dinge verändern sich und yes, I love Yvonne. Und ich finde das auf jeden Fall immer wieder ganz spannend, wie Leute halt wirklich denken, dass Menschen immer gleich sind und immer gleich zu sein haben. So, und es immer dieser eine Schnappschuss ist, den die Menschen von einem gemacht haben und dann ist die Person so. Friends, we're all different und in jedem Moment sind wir alle irgendwie anders. Ich weiß nicht, wie ich im nächsten Moment bin, aber keine Ahnung. Da kann alles drin sein. So sieht's aus und so ist es bei allen von uns. Und wir alle wandeln uns und wir alle sind im Wandel ständig. Es hört nie auf. Das war das Wort zum Samstag. Pride war richtig nice. Ich berichte euch morgen nochmal von meinen spannenden Gesprächen mit der Bild-Zeit. Genau, da können wir Tessa dann auch unterbrechen. Also ich denke mal, die Botschaft von Tessa ist ganz klar. Es ist doch mein Ding, ob ich jetzt mit Yvonne wieder befreundet bin oder nicht. Ich meine ja, die Anschuldigungen und der Beef zwischen Tessa und Yvonne, der war wirklich heftig letztes Mal hier bei mir auf dem Kanal. Also ich habe das alles hier mit natürlich verfolgt und aufbereitet. Das war schon wirklich heftig, auch was Tessa Yvonne so um die Ohren geknallt hat. Und ich kann die Zuschauer verstehen, dass sie jetzt einfach verwundert sind, dass von heute auf morgen gefühlt alles bei den beiden wieder tutti zu sein scheint. Hier fehlt natürlich die komplette private Geschichte zwischen Tessa und Yvonne, dass sie sich vermutlich miteinander ausgetauscht haben, dass sie sich vielleicht sogar getroffen haben und einfach die Differenzen miteinander klären konnten. Und dann ist natürlich auch ein neuer Kontakt nichts Verwerfliches. Aber es gibt halt Menschen im Social Media, die sehen das halt komplett anders. Und wenn man einmal laut deren Definition gecancelt wurde, darf man auch keine weitere Bühne mehr bekommen oder aber andere Sympathisanten gewinnen. War bei mir im Übrigen genauso. Wir erinnern uns an die große März-Geschichte hier auf meinem Kanal, wo es auch bei mir drunter und drüber ging. Und auch da sind auch noch heute Menschen der Meinung, dass ich keine Videos mehr machen dürfte. Das mal so nebenbei. Also, ich kann diese Ansicht von Tessa Bergmeier zu 100% verstehen. Ich bin der Meinung, dass man jederzeit natürlich Menschen auch verzeihen darf und dass man, ja, dass man dann auch wieder miteinander Kontakt haben kann und dass es vor allen Dingen auch nicht die Zuschauer zu entscheiden haben, mit wem man Kontakt hat oder nicht. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig und ich denke, eine sehr, sehr schöne Charaktereigenschaft eines Menschen ist es auch einmal zu verzeihen. Das ist vielleicht auch eine sehr, sehr
gute Eigenschaft. Und hier sagt ja Tessa selbst, es gibt eigentlich gar nichts zum Verzeihen, weil sie womöglich einen Fehler gemacht hat. Sie hat sich wohl, ja, in Yvonne zu Unrecht getäuscht. Was ihr größter Fehler wohl war, war, dass sie das dann so öffentlich gemacht hat. Ich glaube, diesen Fehler haben wir alle, was Yvonne betrifft, irgendwie schon mal gemacht. Das muss man einfach so sagen. Und jetzt hoffe ich aber doch trotzdem, dass die Zuschauer jetzt nicht darauf rumhacken, nicht Tessa anschreiben, sie nicht dafür verantwortlich machen, wie es denn sein kann, dass sie mit Yvonne einfach wieder Kontakt hat, sondern dass man hier vielleicht auch dieses ganze Pride-Thema einfach mal so ein bisschen, ja, greifen kann und sagt, ja, eigentlich ist Beef auch wirklich nicht immer unendlich. Manchmal kann der auch einfach mal endlich sein und man einfach auch mal einen Haken dran machen. Ich persönlich freue mich über die netten Worte von Tessa Bergmeier und ich selber habe mich da auch ein bisschen zu verpflichtet gefühlt, diese hier auch aufzugreifen, weil ich ja auch die schlechten Worte von Tessa über Yvonne hier habe aufgegriffen. Und ich finde, es ist einfach nur fair, wenn ich jetzt die gleiche Plattform erneut Tessa gebe, um hier einfach auch nochmal ihre positiven Worte über Yvonne zu berichten. Das ist so meine persönliche Meinung. Meine persönliche Meinung ist auch, dass dieser ganze Hass im Netz, dass das einfach Überhand nimmt und viele Menschen von ihrer Objektivität völlig betrübt sind durch diverse Einflüsse, die es einfach im Social Media gibt. Und unterm Strich sollte man einfach da vielleicht auch ein bisschen mal durchatmen und genießen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Tessa. Damals hätte sie vielleicht auch einfach mal durchatmen sollen, bevor sie eine Story macht, Freunde. Ja, ich verabschiede mich jetzt. Schaut gerne auf meinem Hauptkanal vorbei. Dort habe ich ja schon das Video beworben oder aber hier unter dem Video verlinkt. Egon auf Reisen, mein wundervolles Kinder- und Jugendbuch, welches auch für Erwachsene geeignet ist. Also für dich nicht peinlich berührt, wenn du dich für ein kleines Kinderbuch entscheidest. Nein, es ist eine Geschichte, die relativ gut zu diesem Thema passt. Eine Geschichte, die die Welt verbessern soll. Auch wenn es nur zu minimalen Mikrobenprozenten dazu beiträgt, würde ich mich sehr, sehr freuen. Dieses Buch ist wirklich eine sehr süße Geschichte und ich bin da sehr stolz drauf, Freunde. Ich verabschiede mich jetzt, wünsche euch einen hervorragenden Sonntag vom Herzen und freue mich, wenn wir uns wiedersehen morgen früh um 8 zum ersten Kaffee. Ich werde da sein und warte auf euch hier. Also macht es gut. Tschüss. Entdecke das aufregende Abenteuer von Max und seinem Begleiter Egon in dem fesselnden Buch Egon auf Reisen. Endlich ist es Sommer und der 10-jährige Max freut sich auf seinen wohlverdienten Urlaub in Spanien. Doch was als entspannte Reise mit seinen Eltern geplant war, verwandelt sich plötzlich in ein fantastisches Abenteuer, als Egon als blinder Passagier heimlich mitreist. Gemeinsam stürzen sich Max und Egon in eine Reihe spannender und unerwarteter Ereignisse. Sie tauchen ein in eine Welt voller Geheimnisse und treffen auf die faszinierenden Weltraumkatzen, die ihnen mit ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten zur Seite stehen. Doch nicht alles ist so, wie es scheint, denn hinter der idyllischen Urlaubskulisse lauern dunkle Mächte und gefährliche Monster. Tauche ein in diese fesselnde Geschichte voller Abenteuer, Freundschaft und Mut. Begleite Max und Egon auf ihrer Reise durch eine spannende Welt und lerne, dass manchmal die größten Abenteuer im Kleinen zu finden sind. Egon auf Reisen ist ein Buch für alle jungen und älteren Leser, die bereit sind, die Grenzen ihrer Vorstellungskraft zu überschreiten und die Magie des Unbekannten zu erkunden. Bist du bereit, das Geheimnis zu lüften? Egon auf Reisen ist ab jetzt auf pelletierverlag.de erhältlich. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt.